Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon 3D. Ja, im letzten Part haben wir Norbert besiegt und ich habe gerade den schrecklichsten Schreckmoment erlebt, den ich je hatte. Und zwar dachte ich, er hätte das den letzten Part, also den Spielstand des letzten Parts, nicht gespeichert. Ich habe angefangen, ich habe beim Pokémon 3D Hauptbildschirm gibt es halt Weiter und Spiel laden. Ich habe auf Weiter gedrückt. Und plötzlich haben wir uns an der Stelle wiedergefunden, bevor wir die Arena gemacht haben. Das war ein schöner Moment. Ja. Wobei mir gerade auffällt, und das ist mir auch eben gerade eingefallen. Nee, ist alles richtig. Ich dachte, ich hätte gerade einen Fehler gemacht, aber ich brauche ein Flug-Pokémon. Das war der Fehler, glaube ich. Ja. Ich weiß, ich habe eins dabei, aber es kann nicht fliegen. Warum es auch immer ein Flug-Pokémon ist, es kann nicht fliegen. So. Kramox, du wirst kurz gegen Dicta dich... Platziere ich da unten hin. Ich nehme dich gleich wieder auf. Keine Sorge, du wirst noch deine Einsatzzeiten bekommen. Aber vorher muss ich Fliegen beibringen. Dem Kramox. Und... Achso, das ist, glaube ich, Weißnebel. Dafür kommt Wing Attack. Flügelschlag raus. Da-da-da-dang! So, auf geht's. Boah, ich hab grad voll geschrien. So, seid ihr jetzt alle wach? Ich hoffe schon. Denn jetzt kehren wir nach Dukatia City zurück, weil es irgendwie Probleme mit dem Radioturm gibt. Und das wollen wir doch mal untersuchen. Los geht's, Kramox! Ich finde diese Flugsequenz richtig genial. Oh, ich liebe diese Musik. Guten alten Zeiten. Ja, momentan haben wir in der Schule Projektwoche und das ist ein bisschen schwierig, weil wir gerade vehement und, naja, was heißt hier vehement? Dringend uns noch eine Einrichtung suchen, weil das gehört zum Projekt. Wir sollen eine Einrichtung im sonderpädagogischen Bereich vorstellen. Und ja, das ist... wir wurden alle auf nächsten Montag verwiesen, praktisch heute. Erst dann kann man uns sagen, ob es geht oder nicht. Und das ist echt... Wir haben zwar jetzt noch 2 Wochen Zeit, also bis zum 16., um alles vollständig zu haben, aber... Ja. So. Ist nicht eigentlich hier alles von Team Rockets gesperrt? Und warum ist der... Ich muss eins sagen. Da drüben steht ein Polizist. Ein Polizist. Hier steht ein Rocket-Rübel. Rübel. Das sind Rübeln. Ein zweiter Rocket-Rübel und ein dritter. Was ist dein Job da hinten? Warum? Pokémon? Die sind nichts mehr wert als irgendwelche Werkzeuge, um Geld zu machen. Ich geb dir gleich auch ein Werkzeug. Ich hau dir gleich einen Hammer um den Kopf. Wir versuchen mal in den Radioturm reinzukommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Hard Gold, so ist Silber, Special-mäßig ist oder jetzt klassisch Gold und Silber. Die Musik. Was ist hier los? Hallo, Entschuldigung, aber wir haben momentan nicht geöffnet. Entschuldigung. Hm.
So, wir sind alle aufgeladen und ich denke mal, mit Dick da werden wir gegen Team Rocket einen guten Einstand haben. Wir übernehmen gerade den Radioturm. Nun will ich meine Erfahrung als einen wahren Terroristen von Team Rocket beweisen. Oder so. Radikal. Level 4, auch wir sind ja leveltechnisch eigentlich ganz gut. Wir sollten mal seine Geschwindigkeit ein bisschen drücken. Au. Das tat weh. Oder Sloth, was ist das denn für eine Attacke? Ja. Ja, ihr macht das super. Und weiß. Ah nee, der kann Knirscher. Die Pokémon sind momentan nicht sehr stabil. Da muss ein Impergato ran. Ja, Tiefschlag. Ich glaube, da wäre mein Traunfuge erst recht kaputt gewesen. Gut, Surfer. Ich guck gleich mir oder hey. Kann das Jaula sein? Ich weiß es nicht. Alter. Ich muss mich aber auch korrigieren vom Team her. Es sieht nicht gut aus. Außer es kommen gleich Biff-Pokémon dann. So. Ja, ich bin stark. Mit einem Impergato nur. So. Es bricht. Ach so, das ist hier. Boah, total müde heute, bin ich zu früh aufgestanden. Das ist Gesichter. Das heißt, die Attacke macht Normalattacken. Ist das so? Normalattacken, also effektiv auf, also nicht sehr effektiv, sondern man kann mit Normalattacken Geister-Pokémon schwächen. Ne? Level to this target to be hit. Genau. Normal- und Kampftypen können Geister-Pokémon Schaden zufügen. So ist es richtig. Aber da finde ich die Fähigkeit Raufbold nochmal besser. Raufbold hat halt die gleiche Wirkung wie die Attacke. Sagen wir mal so, es spart AP und ist schnell. Im Einsatz. Diese Fähigkeit kann zum Beispiel einen Metern kamen, was ziemlich krass ist, wenn man das überlegt, ein Nebulak und ein Apollo gegen einen Miltank. Und das Miltank kann Body Slam. Dann sage ich schon mal Ciao. Oder Rückkehr auf 100%. Weil Rückkehr auf 100% und Miltank. Ja. Das kann auch schmerzhaft sein. So, Dicta, Hopspross und Hundusta. Jetzt haltet mal ein bisschen mehr aus. Wenn die jetzt alle hier Radikals haben, dann raste ich aus. Hallo? Wieso? Wieso tut niemand etwas gegen die Übernahme des Radioturms? Ja, weil die alle irgendwie Schiss haben vor Idioten, die als Trainer total versagt haben. Also wer Team Rocket als ernsthafte Trainer bezeichnet, der, ja, der hat echt Probleme. Hä? Das heutige Passwort? Hilfe! Natürlich! Also habe ich doch gewonnen, oder? Come on. Jetzt will ich dich mal fertig machen. Wie langweilig. Es ist so lange her. Ach, egal. Ich bin ein bisschen gerade mit den Gedanken woanders. Ja, ciao. Wir versuchen es mal. Ich versuche erstmal die Initiative. Joa.
Gut. Ich bin schon parallel. Natürlich. Alter, was hältst du überhaupt aus? Und warum greifst du nicht an? Danke. Das war Intensität 6. So. So, da bin ich wieder. So geht das. Ja. Musst du kurz das wieder einstellen. So. Genau, wir wollten den jetzt fertig machen. Machen wir mal bis zwei. Alter, willst du jetzt alles... Irgendwie hasst mich das Spiel heute. Nimm das. So. Und tschüss. Alter, dick da. Das ist echt eine schwache Leistung und ich habe nur noch einen Beleber. Setz ihn gut ein. So. Haben wir noch eine... Ja... Ich will nicht unbedingt... Ah, hier. Paraheiler. Haben wir noch irgendeinen Trank? Ja, so... Normalen Trank haben wir nicht. Kriegst einen Hypertrank. So. Jetzt setze aber die Sachen weiser ein, sonst... raste ich aus. Müsste sich eigentlich nicht Hopspross schon entwickelt haben? Weil ein Hopspross Level 20? So, wir sind Team Rocket. Und wir werden alle Pokémon stehlen. Ja, wir lieben es, böse zu sein. Bist du ängstlich? Och komm. Ey, deine Teamkameraden kommen mit Arbor. Radikal sein. Und was machst du? Mit Radikal und du mit Ratzrat so rum. Intensität 9. Dass ausgerechnet der so eine große Klappe hat. Ist das jetzt dein Ernst? Was ist denn mit Dicta plötzlich? Dicta scheint ein bisschen sauer zu sein. Der macht jetzt... Was? Tiefschlag zieht so viel ab. Dicta, schäm dich mal. Geh dich einfach schämen. Du hast jetzt momentan einen Run gehabt, aber das war nur Ratzfratz. Ich möchte es nur mal angemerkt haben. Gut, Hopspross ist jetzt dran und meine Hoffnung wird nicht dadurch besser, dass wir hier besser durchkommen. Ich werde mir gleich Belebers holen nach Strich und Fahren, wie viele, keine Ahnung. Das wird nämlich ein hartes Stück Arbeit. Ja, da habe ich ja... Da sollte ich sofort auswechseln. Das lassen wir mal. Ja, gleich zum Pergator. So, und... Eiszahn. Ich weiß, ich sollte lieber auf Pokémon, aber...
Subat kann momentan alles hier wegbashen. Drei Jahre sind es schon her, als Team Rocket auseinandergefallen ist, wie in einzelne Puzzleteile. Aber wir planen gerade unser Comeback und dann werden wir die Welt erobern. Muhahaha, mit dem Slimer. Warte mal, kannst du nicht... Nee, warte, Feenattacken sind nicht sehr effektiv gegen Gift-Pokémon. Kannst du vielleicht Psychokinese? Nein, du kannst nur Geistattacken. Der, der jetzt sehr effektiv ist, der ist so geschwächt. Ich hätte ihm doch einen Trank geben müssen. Verdammte... Mann. Okay, wir sollten den schnell aus dem Weg schaffen. Er versucht jetzt mit seiner scheiß Fluchtwehrtaktik mich hier auszubashen. Es war nur ein Komprimator. Impergator. Danke. Hauptspross erreicht Level 21. Yay. So, und bevor der auch so einen Kack spammt. Was ist denn mit dir los? Surfer ist eine 100% Attacke. Was ist denn das? Komprimator kann doch nie im Leben für das ganze Team gelten. Der überlebt das? Was ist denn hier denn jetzt schon kaputt? Ich kapiere hier gerade gar nichts mehr. Das ist doch ein Bug. Ganz ehrlich, weil... Der hat nur einmal das gemacht. Ein einziges Mal und Surfer 100%. Och komm, und wenn da jetzt noch alle Attacken daneben gehen, dann reiße ich mir den Kopf ab hier.